ziemlich viel Geld für diesen Laden. Ganz recht, Kumpel. Ich wurde heute Abend bezahlt und gesegnet. Und dafür musste ich lediglich den Kopf zur Seite drehen. Auf alle meine Freunde. Hey, trete zurück. Ich kenne wichtige Persönlichkeiten. Wir werden dieser Stadt zeigen, was wir mit ungläubigen Ochsenmenschen machen. Ihr wurdet also bezahlt, um einen Gesandten der Kunari zu entführen? Ich habe gutes Geld dafür erhalten, wegzusehen, während jemand einen Hornkopf gezählt. Sie sagten, ich solle nach Sympathisanten Ausschau halten, nach Verrätern. Wenn ihr etwas wollt, müsst ihr es mir und meinen neuen Freunden wegnehmen. Gutes Geld bringt gute Freunde. Los! Das wäre alles gar nicht nötig, wisst ihr? Was? Was wollt ihr? Ich habe nur getan, was er verlangt hat. Es war mehr Geld, als ich je gesehen habe. Guter Anfang. Und jetzt? Wer ist es und wo finde ich ihn? Ich weiß nicht. Er ist ein Templer. Wir haben uns in der Nähe der Kirche getroffen. Er hat gesagt, es wäre ein Dienst am Erbauer, diese Kunari zu entführen. Ich schwöre, er hatte sogar das Siegel der obersten Klerikerin. Wirklich. Großartig. Ein Templer? Ihre Gnaden würden sich niemals an so etwas beteiligen. Ich habe etwas für euch. Oh, du meine Güte, was ist das denn? Oh, ist das nicht absolut entzückend? Ich habe es gesehen und dachte, es wäre perfekt für euch. Das ist es. Und es ist wahrscheinlich für eine ganze Weile das einzige Schiff, das ich besitzen werde. Oh, wie armselig ist das eigentlich? Ich sitze hier und bin von einem Schiffsmodell verzückt. Vielen Dank, Hawk. Das war wirklich nett von euch. Passiert irgendwo in der Stadt etwas Aufregendes? Ihr wurdet also feierlich als Bruder in die Kirche aufgenommen, richtig? Ich hatte gerade mein Gelübde abgelegt, als ich erfuhr, dass meine Familie getötet war. Aber ihr habt Predigten gehalten und Beichten und so abgenommen, richtig? Möchtet ihr denn etwas beichten? Ich möchte nur wissen, was ihr sagt, wenn die Leute Fragen haben. Was antwortet ihr, wenn jemand euch fragt? Andraste hat also Freiheit gepredigt und die Sklaverei abgeschafft. Warum sperrt ihr dann Magier ein und haltet sie wie Sklaven? Das hat noch nie jemand gefragt. Hawk, ich habe Neuigkeiten. Ihr solltet vielleicht darauf achten, dass nichts Zerbrechliches in eurer Nähe ist. Warum lasst ihr euch nicht von mir ein Bier spendieren und wir unterhalten uns? Ihr macht es nur noch schwerer. Aber wenn ihr bezahlt, sage ich zu einem Bier nicht nein. Ich habe die Augen nach Bartrand offen gehalten. Er ist aus den tiefen Wegen direkt nach Rivain geflohen. Vermutlich, weil er wusste, dass ich ihn dort nicht aufspüren konnte. Ich habe gehört, er könnte wieder in Kirkwall sein. Er hat von einigen seiner Kontakte in der Oberstadt Darlin zurückgefordert. Wie geht es euch dabei, Varric? Mir? Mein nichtsnutziger, verräterischer Bruder ist endlich in Reichweite. Es könnte mir nicht besser gehen. Würde Bartrand es wirklich riskieren, wieder hierher zurückzukommen? Ich glaube, wir wissen beide, dass Bartrand für Geld alles riskieren würde. Hier findet er viel leichter einen Käufer für das Schmuckstück, das er gestohlen hat. Außerdem sind all seine Kontakte in Kirkwall. Wollte er in der Oberstadt bleiben oder war er nur auf der Durchreise? Wenn meine Informationen stimmen, und das tun sie immer,
besitzt er dort ein Haus. Und das wiederum gibt uns die Möglichkeit, uns mit meinem geliebten, wundervollen Bruder zu unterhalten. Euer Bruder schuldet uns ein paar Antworten. Das sehe ich auch so. Bianca hat ihn schrecklich vermisst. Statten wir ihm einen Besuch in seinem neuen Haus ab. Wir müssen ihn ja in der Nachbarschaft willkommen heißen. Ich kann nicht glauben, dass ich mich gegen euch gestellt habe, mit dem Dämon, im Nichts. Es tut mir so leid, Maseranas. Ich verstehe, wenn ihr mir nicht verzeihen könntet. Ich hätte keinen einzigen Freund mehr, wenn ich auf jeden wütend wäre, der mich in einem Traum angegriffen hat. Wie schafft ihr das nur? Wie könnt ihr nur durch ein Lächeln alles besser machen? Das ist wie Magie, nur dass sie euch nicht in Schwierigkeiten bringt. Ich war bisher immer so vorsichtig im Umgang mit Geistern, dass mir so ein augenscheinlicher Fehler unterlaufen konnte. Das macht mir Angst. Es braucht so wenig, um einen Magier vom Weg abzubringen. Was hat euch dazu gebracht, ihm nachzugeben? Es hat sich angefühlt, als würde jedes Wort des Dämons mich berühren. Und an meinem... Ich wollte ihm nicht glauben, aber ich... musste es einfach. Ihr befindet euch bereits in weitaus größerer Gefahr als die meisten Magier. Wegen der Blutmagie, ich weiß. Ich werde mich von nun an noch... Den Schöpfern sei Dank, dass ihr da wart. Es wird nie wieder vorkommen. Dafür werde ich sorgen. Ich muss euch etwas zeigen. Kommt und seht es euch an. Er ist wunderschön, nicht wahr? Irgendetwas scheint mit eurem Spiegel nicht zu stimmen. Sollte er nicht eigentlich das Zimmer widerspiegeln? Nein, das ist nicht die Art von Spiegel. Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, ihn wiederherzustellen. Wir denken, einer unseres Clans hat ihn im Brazilianwald gefunden. Armer Tamlin. Er wurde nie gefunden. Alles, was noch dort war, waren die zersprungenen Teile des Eluvian. Dieses Ding ist der Grund, warum euch die Hüterin fortgeschickt hat, richtig? Die Hüterin wollte, dass ich das Bruchstück vernichte, das ich aufbewahrt hatte. Sie sagte, es sei der Wille unserer Ahnen gewesen, dass es vergessen wird. Aber es ist die Aufgabe einer Hüterin, alles zu bewahren, selbst die gefährlichen Dinge. Wir haben gestritten und ich bin gegangen. Sie irrt sich. Dieser Spiegel könnte uns so vieles darüber lehren, wer wir einst waren. Denkt ihr, der Spiegel hatte etwas mit Tamlins Verschwinden zu tun? Die Ruine, bis zu der wir Tamlins Spur gefolgt sind, war voller Fallen und grauenhafter Kreaturen. Wir haben jedoch keinen Leichnam gefunden. Seine Spur endete bei den Bruchstücken des Eluvian. Ich bin mir sicher, ihr würdet etwas derart Gefährliches nicht einfach irgendwem zeigen. Er ist nicht gefährlich, das verspreche ich euch. Ich habe ihn repariert. Oder es zumindest versucht. Mit Blutmagie. Der Spiegel wird niemandem Schaden zufügen. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn sie so etwas sagt. Sie hat nicht die geringste Vorstellung, worauf sie sich da eingelassen hat. Habe ich doch. Ich habe ihn vollständig unter Kontrolle. Aber er funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, aber ich glaube, er muss mit einem speziellen Werkzeug fertiggestellt werden. Ich brauche eine Rulinholm. Und mein Clan besitzt eines. Es wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Da kommt doch bestimmt noch ein Aber. Aber ich kann nicht allein dorthin zurückkehren. Ihr habt ja keine Vorstellung. Die Hüterin... Ich kann nicht mit ihr sprechen. Wir streiten und drehen uns immer nur im Kreis. Es kann so einen enttäuschten Blick aufsetzen, der einem die Knochen weich werden lässt. Könntet ihr mir nicht helfen? Ich werde euch begleiten. Bitte, Maseranas. Ich werde einen Weg finden, es wieder gut zu machen. Das verspreche ich euch.